Der Zwischenfall in Gebäude Nummer 71. Was genau Gebäude 71 ist? Keine Ahnung. Was in Gebäude Nummer 71 passiert ist? Keine Ahnung. Aber persönlich habe ich was dagegen, keine Ahnung zu haben. Deswegen schnapp ich mir meine Kamera und wir gehen in Gebäude 71 und finden raus, was da so los ist. Und damit willkommen hier im Hauptmenü meines Original-Kassettenspielers und auch willkommen zu einem Spiel namens The Building 71 Incident, wo wir herausfinden, was genau in Gebäude Nummer 71 passiert ist, was da aktuell passiert und ob ich da lebendig rauskomme. Ich will jetzt nicht zu viel darüber labern, worum es hier geht, weil das bekommen wir sowieso noch erklärt. Ich bestätige einfach mal die Sprache und wir schauen uns an, was im Gebäude 71 so Merkwürdiges passiert. Es wird empfohlen, das mit Kopfhörer zu spielen, das mache ich. Und falls möglich in der dunklen Umgebung. Würde ich ja auch machen, aber dann sieht man mich nicht. Deswegen habe ich es hier drin ziemlich hell. Aber ihr könnt das Video ja vielleicht in einer dunklen Umgebung schauen. Coole Musik. Nice. The Building 71 Incident. Soll das nicht zu weit unten machen mit der Stimme? Das geht auf Nights. Okay. Und das war's. Die fröhliche Musik ist vorbei. Ab jetzt wird's etwas düster. Zwischen 1997 und 1998 gab es eben Gebäude 71. Na, das ist in einer Universität südlich in Brasilien. Das wurde dann geschlossen, weil es irgendwie ein Gasleck gab. Und es gab aber trotzdem merkwürdige Vorkommnisse in diesem Gebäude. Und ein Mitarbeiter, dessen Identität unbekannt ist, hat jetzt beschlossen, das zu untersuchen und seine Untersuchung mit der Kamera festzuhalten. Der Mann ist vermisst, ne? Aber das, was er aufgenommen hat, wurde der Bevölkerung zur Verfügung gestellt und das ist passiert. Meine Güte, der Filter, der da drüber liegt, ist so dermaßen stark, man kann das kaum lesen. Um das Tape einzulegen. Wir haben 7.29 Uhr abends, am 8. August 1998. Ich kann mich umsehen. Alles klar. Und ich habe hier geparkt, vermutlich mit Blick auf Gebäude 71. Ich kann zoomen. Alles klar. Und da ist Licht an. Das ist schon verdächtig, weil das sollte ja eigentlich verlassen sein, denn Gasleck. Na? Es ist nicht normal, dass da Licht brennt. Okay, interagieren ist linke Maustaste oder E. Handschuhfach. Cool, da ist drin eine Taschenlampe, glaube ich, war das. F für die Taschenlampe. Okay, sind wir bereit für die Untersuchung? Vermutlich ja. Kann ich gehen? Ich soll gehen. Ja. Wir gehen da rein und schauen, was da drin abgeht. Ich morphe mich einfach durch das Fensterglas, weil ich ein Geist bin. Ah ne, okay, das Fenster ist offen. Das sah gerade ganz merkwürdig aus. Alles klar, das hier ist Gebäude 71, das Computerlabor, um ganz genau zu sein. Die Frage ist, was wird hier unterrichtet? If, else, man kann das kaum lesen. Ne? Das ist so in die Hölle gefiltert, das Spiel. Das ist wie ein durchschnittliches Instagram-Foto. Man erkennt kaum irgendwas. Ah, die Zeit, die die Uhr anzeigt, passt nicht zu dem, was die Kamera anzeigt. Schwierig, absolut unplayable. Aber hey, vielleicht ist einfach die Uhr vom Gebäudestromnetz abhängig und der Strom... Nee, der ist nicht aus. Weil das Licht ist an. Hm, verdächtig. Okay, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Du machst die ganze Stimmung kaputt. Ich gehe raus in den Gang. Es ist wirklich komisch, dass hier Licht brennt, ne? Weil offiziell ist der Laden doch verlassen. Was genau ist hier drin los? Was wird hier drin getrieben? Nochmal ein Klassenzimmer, aber das hier ist komplett runtergekommen. Da hängt die Tafel von der Wand. Alle Tische sind nach hinten gerückt. Okay, aber die Stühle hier sind fein säuberlich aufgestellt. Als geht's direkt in die Sommerpause. Hier kann ich nicht rein, das ist die 209. Hier kann ich nicht mal mit interagieren. Da will ich nicht rein, das ist echt gruselig. Hier ist alles gesperrt, das heißt Treppe hoch, Treppe runter wird nicht funktionieren. Das hier ist die Haupttür. Deswegen bin ich auch durchs Fenster gegangen, denn ansonsten mache ich das Absperrband kaputt.
Und das ist ein Problem. Ne? Wenn die Polizei hier zurückkommt und sieht, hey, das Absperrband ist durchbrochen und die kommen irgendwie darauf, dass ich das war, ich glaube, das gibt ziemlich viel Ärger. Boah, die Atmosphäre ist aber gut, ne? Es gibt keine Musik. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört, außer meinen eigenen Schritten. Und irgendwie Hintergrunddröhnen und das Kamerarauschen. Das ist schon nicht so übel. Sehr gut optimiert ist es auch. Das ist bei solchen Spielen immer ein Plus. Was ist das hier? Die Krankenstation oder ein Schlafraum? Es ist, glaube ich, eher die Krankenstation. Erinnere dich daran, warum du hier bist. Das kann man nicht lesen. Ja, was mit Marcello? Come take a look at Marcello. Nee, das... Ein wenig überraschend geht uns Daniel auf die Nerven oder er irritiert uns. Ich kann das nicht lesen. Das ist aber ein cooles Detail. Die Zeit links unten läuft mit. Mit jeder Minute, die ich hier verbringe, läuft die Zeit auf der Kamera eine Minute weiter. Das ist schon sehr cool. Nochmal Matratzen. Die gehören hier eigentlich nicht hin. Das heißt, hier wohnt irgendwer. Eine Gruppe. Ne? Sonst bräuchte man nicht so viele Matratzen. Ja, das ist eine Küche. Die ist auch gut bestückt. Das heißt, also eine improvisierte Küche. Ne? Hier ist eigentlich keine Küche gewesen vorher. Haben sie einfach alles hier aufgestellt. Das heißt, irgendeine Gruppierung hat es sich hier bequem gemacht. Ja, hier ist der Artikel über... Gebäude 71 und warum das geschlossen wurde. Ich mache auch mal den Kühlschrank wieder zu, weil das ist unhöflich. Ne? Kühlschrank auflassen, das frisst sehr viel Strom und hält die Sachen auch nicht kühl. Ich will es ja für die Leute nicht ruinieren. Können wir das lassen, bitte? Ich werde einfach random an andere Orte teleportiert. Ich habe mich zu Tode erschrocken, Mann. Okay, Aufzug. Jetzt haben wir 7.57 Uhr. Und es ist auf einmal sehr viel dunkler. Ich bin ein Stockwerk weiter oben. Es ist sehr viel dunkler. Wir sind nicht weit in der Zeit gesprungen. Aber auf einmal ist es super düster. Okay, was in Gottes Namen höre ich? Was höre ich? Ist das... Nee, ich wollte gerade sagen, das klingt wie so ein Kult, der irgendwie... Also summt oder sowas, aber nee. Das sind übernatürliche Geräusche. Ja, das hier soll man nicht lesen können. Das ist einfach irgendwelches Gekritzel. Dann würde ich sagen, mal in die Richtung hier. Weil da hinten ist es unheimlich. Da ist es dunkel. Ja, vorhin fiel doch noch Licht von außen rein. Na, durch die Fenster. Jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist da draußen absolut dunkel und nachts. Was höre ich? Es ist so ein dunkles Grummeln. Okay, bitte friss mich nicht. Was auch immer hier passiert. Ich will nichts davon haben, wenn sie es irgendwie vermeiden lässt. Ein Fernseher, den ich mal ausmache. Und hier ist ein Stuhl davor. Mit Seil, das heißt... Oh, wow, ich habe irgendwas gehört. Hier wird man dann hingesetzt, gefesselt und muss sich angucken, was auch immer auf diesem Fernseher läuft. Merkwürdig, aber okay, nochmal ein komplett zerstörtes Klassenzimmer mit Wanddurchbruch hinter einem Schrank. Ja, es ist irgendwas Okkultes, was hier abgeht. Damit ist es eindeutig, ne? Keine weiteren Fragen. Irgendwas richtig Komisches ist hier los. Ich stelle mich doch da. Ich sehe die erst jetzt. Ich werde da fast einfach reingelatscht. Ich stelle mich doch da nicht rein. Leute, bitte. Ich stelle mich da nicht rein. Wobei, die sind gar nicht echt. Das sind nur Mannequins. Okay, ich dachte gerade. Nee, ich stelle mich doch da nicht rein. Ich bin doch nicht des Wahnsinns. Okay, ich muss mich da nicht reinstellen. Ich werde einfach woanders hin teleportiert. Cool. Nächstes Stockwerk. In dem Fall. Und das Gegrummel wird lauter. Das heißt, irgendeine Gruppe hat sich hier in Gebäude 71 bequem gemacht. Alle Stühle gucken Richtung Wand wie Blair Witch. Hat sich hier bequem gemacht. Und die beschwören irgendwas. Ganz, ganz toll. Luis hat mich gefragt, ob ich dir den Brief schicken kann. Also ich könnte das lesen, aber ich krieg davon Kopfweh.
Deswegen hoffe ich einfach, dass das nicht so unglaublich storyrelevant ist. Hier läuft gar nichts. Ich dachte, das wäre eine PS4. Ich war gerade total verwirrt. Das passt überhaupt nicht da rein. Ich hoffe einfach, dass das nicht zu storyrelevant ist. Weil so hart, wie das Spiel gefiltert ist, ist das echt anstrengend, das zu lesen. Hier ist ein Stuhl genau im Mondlicht. Das ist aber nicht, wie der Mond aussieht. Was ist das? Mein guter Freund SCP-001, When Day Breaks, aber dieses Mal ist der Mond böse und nicht die Sonne? Oh, okay. Das ist auch keine Sonnenfinsternis oder sonst irgendwas. Das ist definitiv übernatürlich. Ja, ich glaube, der Kult hat den Mond kaputt gemacht. Und es grummelt auch die ganze Zeit. Boah, ist das gruselig. Das Spiel hier ist gut. Bis jetzt bin ich ein sehr großer Fan von dem, was ich sehe. Ich denke, oder ich wünschte, dass die Dinge, die ich gehört habe, eine Lüge wären. Aber anscheinend ist das nicht so. Okay, okay, okay. Und dann wird es wieder unleserlich. Boah, ey. Das sieht so aus wie... Sind das Leichensäcke? Es sind Leichensäcke. Alles klar. Dieser Filtereffekt auf den ganzen Zetteln, die hier rumhängen, sieht so ein bisschen so aus wie... Wenn man irgendwie seine Augen absichtlich defokussiert, das kann nicht jeder, ich zum Beispiel kann das, aber es ist super anstrengend. So ungefähr sieht das aus. Ist derselbe Effekt. Okay. Ah, ich muss in die Trigger Zone laufen. Jetzt kann ich nämlich nichts mehr machen. Das war richtig. Ich war nicht nah genug am Fenster. Der Mond. Wow. Ich kann auch nicht zoomen, ich kann gar nichts mehr machen. Wird er größer? Er wird größer. Fällt der Mond auf die Erde? Boah, boah, ich hab überall Gänsehaut. Der Sound, Mann. Ganz toll. Oh. War alles nur eingebildet. Hey. Der Mond wird nicht größer. Alles gut. Siehst du? Er sieht immer noch aus wie ein schwarzes Loch. Mit coolen Farbstreifen. Aber er wird nicht größer. Nein, nein. Er kommt nicht näher. Er will mich nicht fressen. Es ist alles gut. Ich will hier raus. Spätestens jetzt... Da steht ein Fernseher im Gang. Spätestens jetzt wäre es doch an der Zeit, diese Untersuchung sein zu lassen und abzuhauen. Oder nicht? Klingt doch wie eine absolut fantastische Idee. Jetzt mal ohne Witz. Es ist die, wahrscheinlich die beste Idee, die ich jemals hatte. Jetzt zu gehen wäre die beste Idee, die ich jemals hatte. Oh nein. Natürlich nicht. Und ich bin wieder hier. Und die Tür ist weg. Hm. Ganz toll. Ach, so kann man das lesen. Irgendjemand will hier rein. Wenn ich ranzoome, dann gibt es wie so einen Punkt, wo der Filter aufhört zu existieren. Hä? Ja, ist ja in Ordnung. Es wird immer schwieriger, ein Auge auf die Angebotenen zu halten. Einer wollte abhauen, wäre fast entkommen. Okay, deswegen haben sie das Zeug auf die Treppen geräumt. Damit man nur den Aufzug benutzen kann. Das heißt, die opfern hier Leute. Hätte ich den Trick mal früher rausgefunden, da hätte ich auch die anderen lesen können. Dafür ist jetzt zu spät. Nee, ich lass dich nicht rein. Nee. Lieber gucke ich mir noch 500 Mal den Mond an. Weil der so schön ist. Meine Güte, die brechen echt die Tür auf. Kamera haben sie mir aber gelassen. Okay. Das heißt, ich wurde von denen gefangen genommen. Das wäre das Symbol, was vorher auf dem Boden war. Ich wurde von denen gefangen genommen und wahrscheinlich dazu gezwungen, mir das wunderschöne Licht des Mondes anzuschauen. Alles klar. Okay.
Es gibt für mich kein Entkommen mehr, ne? Das war's. Ich komme hier nicht raus. Ich hätte gehen können, ganz am Anfang. Aber jetzt habe ich meine Entscheidung getroffen. Und sie werden mich niemals gehen lassen. Da ist wieder das Lied. Ganz toll. Das ist unangenehm. Es ist schön blau. Oh, es ist laut. Ja. Ganz viele Fernseher. Schau dir den Mond an. Kannst du ruhig sein? Danke. Das ist wahrhaftig ohrenbetäubend. Wirklich ohrenbetäubend. Okay, ihr seid alle aus einem besonderen Grund hier, ob ihr markiert seid oder nicht. Ich habe alle eure Briefe gelesen und es geht um Aufstieg. Okay, der Mond ist mehrfach aufgetaucht und dann gab es immer so ein Aufstiegs-Event, wo ein paar dann mitgenommen werden. Alles klar. Ich weiß, dass meine Zeit kommen wird, aber eure Zeit wird auch kommen. Und der nächste Aufstieg ist 1998, also genau jetzt. Und der Mond kommt zurück, um uns zu holen. Also bitte ich darum, dass ihr euren Glauben behaltet. Von Claudia. Das heißt, eigentlich müsste man das ganze Spiel so spielen. Dann ist der Filter quasi weg. Na? Und wenn ich dann wieder zurückzoome, wird es wieder viel stärker. Es ist merkwürdig. Echt merkwürdig. So, der Mond. Ich sehe da, das ist der Mond. Toll. Nimmt er mich auch? Darf ich aufsteigen? Wäre super. Und jetzt? Ich kann hier drin nicht wirklich was machen. Kann ich zurück? Gibt es irgendwo ein Fenster? Wow. Das war ein neuer Glitch-Effekt. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas auf dem Mond. Gibt es irgendwo ein Fenster, wo ich mir den Mond anschauen kann? Fände ich ganz toll, weil ich habe jetzt echt Lust, okay? Ich bin überzeugt. Ich bin auf ganzer Linie überzeugt von dem, was ihr tun wollt. Ja, hier kann ich jetzt rein. Das ist verdächtig rot. Der Mond wird größer. Tag, die Herren. Die stehen da einfach im Kreis, Mann. Das war's. The Building 71 Incident von Scary Cube. Das war cool. Das war cool. Man kann jetzt noch an seiner Umfrage teilnehmen, weil das ist, glaube ich, Abschlussprojekt. Der Typ ist Student, der das gemacht hat. Oder halt Escape Tape raus oder auswerfen. Dann kommt man, glaube ich, zurück ins Hauptmenü, der spiegelt einfach zu. Das war cool. Das war auch richtig geheimnisvoll und keinen einzigen Jumpscare, so muss man das machen. Alles klar, ich weiß nicht genau, worum es geht, weil ein paar Zettel konnte ich ja nicht lesen, weil ich nicht wusste, dass man quasi ranzoomen muss und ein paar Schritte zurückgehen muss, damit dieser nervige Filter verschwindet. Aber es gibt so einen Kult, der quasi den Mond anbetet und alle paar Jahre in so einem gewissen Intervall gibt es so ein Event, wo der Mond sich verändert und Leute aufsteigen. Irgendwie sowas. Und jetzt haben sie quasi dieses Gebäude sich ausgesucht als ihre Basis, um den nächsten Aufstieg abzuwarten, was natürlich super funktioniert hat, weil Gaslag, ja. Und ich bin jetzt hier reingelaufen und wurde von ihnen genommen. Ob als Opfer oder ob ich auch aufgestiegen bin,
Keine Ahnung, aber ich bin jetzt ein Teil von ihnen. Also gut, Leute, das, was hier bei The Building 71 Incident... Das kriegt definitiv das Seal of Approval. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Das nächste Mal, wenn es irgendwie vorkommt, dass der Mond sich rot färbt oder so, das hittet nach dem Spiel ein bisschen anders.